Moin Moin und damit willkommen zum neuen Video. Ja, hier nochmal ein kleines Abschiedsvideo zum ET472. Ja, ich fahre jeden Morgen von Blankenese bis Othmarschen mit dem Umlauf um 7.23 Uhr. Und ich wollte euch einmal mitgenommen haben, ja, um mit euch das zu genießen. Ich werde die 472er vermissen und werde jetzt die letzten Tage nochmal genießen. Genau, ab 10.12. werden die ausgemustert. Ich glaube, ich habe euch jetzt lang genug warten lassen, denn guckt mal, da kommt der ET472.
Nächste Station, Kleinflottbek, Botanischer Garten. Nächste Station. Gut. Ausstieg links. Nachdem ich meine Filmaufnahmen abgeschlossen habe, bin ich jetzt wieder zurück im Studio angekommen. Meine Damen und Herren, ich möchte noch mal ganz kurz erwähnen, damit das nicht missverstanden wird. Ich hatte am Anfang erwähnt, dass ich die Fahrzeuge vermissen werde. Ja, ich werde die vermissen. Ich möchte aber auch nicht rumgeheult haben, dass diese Fahrzeuge aus dem Betrieb gehen. Ich möchte einfach nur meine Meinung erwähnt haben. Denn ich, wie gesagt, ich bin mit den Fahrzeugen zur Schule gefahren damals und ich bin natürlich auch privat damit gefahren, so ist das nicht. Ja, finde es halt wie gesagt schade, dass die aus dem Betrieb gehen. Die Informationen, die ich euch jetzt gegeben habe, sind ohne Gewähr, denn am 10.12. sollen die ja aus dem Betrieb gehen, so die letzten, der letzte Tag sein. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Man hat ja letztes Jahr schon, meine ich, gesagt, dass sie aus dem Betrieb gehen sollen. Was daraus geworden ist, sieht man ja. Wurde ja verlängert, die Frist. Ich freue mich natürlich, dass die Frist verlängert wurde. Meine persönliche Einschätzung ist, ich glaube nicht, dass man die Frist nochmal verlängern wird in diesem Jahr, weil die Bestellung der ET490 ist ja abgeschlossen und man hat ja sogar, ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht, eine Nachbestellung gemacht. Wenn ihr da mehr Infos habt, gerne in die Kommentare, würde mich freuen.
Und ja, also wie gesagt, ich glaube da nicht dran, aber man weiß ja nicht, ne? Vielleicht tut sich da ja noch was. Ansonsten möchte ich mich nochmal bedanken für die Kommentare unter meinem letzten Video. Hab mich sehr gefreut, dass euch das so gefallen hat. Am 10.12. kommt mit dem Dominik vom Kanal ÖPNV Spotter Hamburg ein Video auf meinem Kanal online. Da geht es um, ja, den Fahrplanwechsel in diesem Jahr, was alles verändert wird. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, schaltet gerne ein, würde mich freuen. Dieses Video kommt am 10.12.2021. Ich sage danke fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Nils.